Ja, hallo, ich bin's der Henrik und ich wollte euch nochmal heute in einem kleinen Video mein Tether Tool Table vorstellen, den ich selbst gebaut habe. Den gibt es natürlich auch fertig von Tether Tools in den USA. Wenn man den sich dann aber kommen lässt mit Versand, eventuell mit Zollgebühren, kann das etwas teuer werden. Wenn der ein oder andere das aber etwas kostengünstiger haben möchte, kann man sich sowas also auch selber bauen. Ich habe mir das Ganze für Fotoshootings, Indoor wie Outdoor, gebaut und insofern das Ganze auch recht leicht gemacht. Das Original hat, glaube ich, eine Aluplatte oben drauf. Ich habe hier eine einfache Holzplatte genommen und unten drunter, wie man hier hoffentlich sieht, einfach nur zwei Baumarktwinkel, die man so für 1, 2, 3 Euro bekommt, zusammengeschraubt. Das sind also einfache beim Baumarkt. Bei mir steht hier Winkelverbinder ETA 08-0165 drauf. Mit einem entsprechend großen Loch hier in der Mitte, damit man das später auch über das Stativ drüber bekommt. Die Holzplatte mit vier Schrauben festgeschraubt. Die Löcher sind auch schon im Winkel vorhanden. Also wie gesagt, kein Problem. Ich habe hier in meinem Fall Mikrofonstativ, weil ich davon einige noch aus meiner Musikerzeit übrig habe. Da ist ein entsprechendes Gewinde oben drauf. Schraubt man das einfach hier oben drauf. Die Zusammenbauzeit von dem Table sind ungefähr 5 bis 10 Minuten. Das längste waren also das Bohren der Löcher. Dann ist das Ganze kein Thema. Da stellt man das hier ein, so wie man das haben möchte, auch von der Höhe her. Dann kann man sein Notebook oder sein Tablet-PC oder was auch immer oben drauf stellen. Das ist also auch recht fest. Hier wackelt im Moment nur der Bildschirm. Und dann kann man da ganz normal drauf arbeiten, kann vielleicht noch seine Kaffeetasse draufstellen. Und das war's dann. Ich hoffe, das hat dem einen oder anderen gefallen. Vielleicht ein bisschen Geld zu sparen, vielleicht auch ein bisschen kreativ zu sein. Man kann das Ganze hier noch lackieren, kann da vielleicht eine andere Platte oben draufschrauben. Und das hält, wie gesagt, wunderbar. Danke, viel Spaß damit.